Einen schönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp Tutorial. Ich werde mit euch heute etwas genauer die Zugriffsmodifizierer besprechen. Und die sind im Prinzip ganz einfach. Es gibt im Allgemeinen vier Stück davon. Das sind Protected, Private, Public und Internal. Wir werden uns heute eher auf Public und Private konzentrieren, weil Protected und Internal brauchen wir dann erst bei der Vererbung. Die kommt dann relativ viel später. Gut, ich habe hier jetzt schon eine Klasse erstellt, die heißt Beispielklasse. Da steht, das sollte weg, da steht noch nichts drinnen. Also eine leere, neu generierte Klasse sozusagen. Gut, ich werde in dieser Klasse jetzt mal einen String erstellen, also eine Variable deklarieren. Das machen wir da oben. String s. String. Ja, in der Klasse müssen wir es schon machen. String s. Gut. Wir haben jetzt einen String s deklariert. Wenn wir jetzt in unserem Main-Programm eine Instanz instanzieren von dieser Beispielklasse, dann kriegen wir jetzt so ein Beispielklassenobjekt und da können wir dann, wie wir sehen, diesen String s nicht aufrufen. Also mit dem können wir nichts machen. Und das liegt daran, dass der Standardzugriffsmodifizierer für Variablen in einer Klasse standardmäßig private ist. Das bedeutet, man kann ich mache noch einmal einen anderen String, b zum Beispiel, und den machen wir public. Public. Dann sehen wir hier, auf den String b kann ich zugreifen. Ja, das könnte ich jetzt mit einem cw ausgeben oder zuweisen oder sonstiges. Mit einem private geht das Ganze nicht. Und also da könnte man genauso gut dazu schreiben, private. Aber man kann, wenn man eine Variable private macht, wenn man jetzt da zum Beispiel eine public void test Methode macht, könnte man innerhalb dieser Methode zum Beispiel den String s ausgeben. Genauso wie den String b. Also in der Methode können wir alles verwenden. In dieser Klasse meine ich, können wir alles verwenden. Aber in anderen Klassen können wir nur public Dinge verwenden. Jetzt noch kurz zum Internal und Protected. Internal macht nichts anderes, als dass man die Variablen nur in derselben Assembly verwenden darf. Das bedeutet, wenn man ein neues Projekt aufmacht, beziehungsweise wenn man einen neuen Namespace aufmacht, kann man es dort dann nicht mehr verwenden. Und Protected macht, dass man diese Variable nur in einer davon abgeleiteten Klasse verwenden kann, also in einer vererbten Klasse. Wie gesagt, die Vererbung machen wir erst später, ziemlich viel später, weil das ist ein relativ komplexes Thema, das ziemlich viel Grundwissen schon beansprucht. Und deswegen, ja, das war's auch schon eigentlich mit den Zugriffsmodifizierern. Das war ein relativ kurzes Video und im nächsten Video werden wir dann Properties machen. Bis dann, auf Wiedersehen.